Welche Erfahrung mit dem Kreuz will ich heute versuchen zu vermitteln? Nicht nur hier, sondern insgesamt. Erstens will ich sagen, dieses Kreuz ist Ausdruck eines sinnlosen Sterbens. Und das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Und man sollte auch dabei bleiben, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist es hier gewesen. Es ist ein großer Fehler. Es ist sehr schade, dass sie ihn getötet haben. Diese Sinnlosigkeit würde ich gern aushalten und Karfreitag dann als einen Tag der Klage feiern und begehen. Es gibt so viel sinnloses Sterben. Erdbebenopfer in Haiti und Chile. Wer will solchem Sterben einen Sinn geben? Es stimmt, die Christen haben immer wieder versucht, für diesen Tod einen Sinn zu finden und ihn zu verklären. Aber vielleicht ist es gut, wenn wir erst mal das aushalten, die Erkenntnis, es gibt sinnloses Sterben und Jesus ist einen sinnlosen Tod gestorben, bevor viele Christen viele Erklärungen zur Verklärung dieses Kreuzes gefunden haben. Zweitens, der Gekreuzigte ist Stellvertreter für alles Leid dieser Welt. Das gibt es gerade in der Kunst sehr deutlich zu sehen. Von Lietzenburger ist so ein Bild vor mir, wie er ein Gerippe eines Fisches ans Kreuz genagelt hat als Ausdruck. Dieses Kreuz erinnert uns an das Leiden der Schöpfung. Ich habe von Kurt Marti ein kleines Büchlein mit, lese ich gerade nur vor, weil es in diese Kategorie passt. Solange auf Erden gefoltert und tötet wird, erinnern Kreuze und Kruzifixe an die unendlichen Leiden verfolgter, gequälter, getöteter. Ruft der Gekreuzigte auf zum Kreuzzug gegen das Morden. Das ist eine wichtige Erfahrung des Kreuzes, so zu nehmen. Drittens, Jesus, das Kreuz zeigt uns, wie Jesus überhaupt als Stellvertreter Gottes. Er ist nicht unser Stellvertreter, sondern er ist Gottes Stellvertreter. Als der tritt er mit seiner Botschaft auf. Als der wird er durch Ostern bestätigt, bekräftigt. Als den bringen sie ihn um. Jesus ist nicht Gott. Gott war in Christus, wird Paulus oft zitiert, auch in dieser Broschüre und an vielen anderen Stellen. Ich denke aber, das ist eine nicht ganz richtige und korrekte Übersetzung des Textes im 2. Korintherbrief. Da heißt es nämlich, Gott war in Christus versöhnend die Welt. Gott war es, der in Christus die Welt versöhnte. Da auf einmal tritt das auseinander, da wird aber nur bei uns immer die ersten drei Worte zusammen ausgeschnitten, Gott war in Christus. Und auf einmal ist eine Seinsaussage da, wo an sich auch eine Differenzierungsaussage da ist. Ich finde das ganz wichtig, dass man sieht, wer das verstehen will, was am Kreuz geschieht, der muss wissen, dass Jesus seinen Vater angeredet hat. Im Garten im Gethsemane hat er gebetet zu seinem Vater. Er hat am Kreuz gebetet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat gebetet, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Im Verzweiflungsschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also da eine Unterscheidung zu wahren, die im Neuen Testament überall zu finden ist, auch im Philipper 2, diesem Christus-Hymnus ist das ja auch, denn Gott erhöht ihn hinterher als Herrn über alle Himmel. Theologisch reizvoll ist es, dem nachzudenken, oh große Not, Gott selbst ist tot und daraus lassen sich Theologien entwickeln, voller Tiefsinn und Bedeutungsschwere. Aber ich denke, wenn ich frage, was erfahrbar ist vom Kreuz, dann sind es nicht diese tiefen Gedanken. Dann, das Kreuz ist erfahrbar als Beweis der Liebe und der Hingabe als Opfer für uns bis in den Tod. Hat Jesus dran festgehalten an seiner Botschaft. Art Gehorsam, aber eines freiwilliger Gehorsam. Nicht natürlich als Sühnopfer. Dass Jesus seine Liebe zu den Menschen beweist, dass er auch dafür in den Tod nicht scheut, nicht wegläuft, sondern dabei bleibt bei seiner Botschaft und dafür umgebracht wird. Das macht den Tod nicht sinnvoll. Es bleibt Verbrechen und Unrecht. Es gibt keinen Sinn fürs Kreuz eigentlich in dieser Perspektive. Als Kreuzschack mit den Waisenkindern in das KZ ging, war das ein Beweis seiner Liebe zu diesen Kindern. Aber dass das geschah, macht doch das KZ nicht sinnvoll. Erfahrungen mit dem Kreuz kann man machen, und das finde ich ganz wichtig, auch liturgisch. Ich will über das Abendmahl nicht reden, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Aber zum Beispiel so Kreuzwege der Jugend sind ganz wichtige
Dinge, die wir bei den auch, und als Ältere vielleicht auch mehr nachmachen könnten. Die Geschichte Jesu zum Kreuz hin nachgehen und sich erinnern lassen an dies und jenes und nachdenken, was mir dieses sagt. Oder noch wichtiger, die Osternachtfeier. Da ist erst die Dunkelheit und Klage. Dann kommt die Helligkeit, das Licht und der Jubel. Da ist das Negative und dann kommt das Positive. Da ist, kommt ihr Töchter, helft mir klagen und dann kommt das Halleluja. Da, denke ich, in einer Osternacht käme niemand darauf zu sagen, das Kreuz ist das Herzstück des christlichen Glaubens, sondern er würde sagen, das Kreuz wird überhaupt erst durch die Auferstehung etwas und das ist das Herzstück des Glaubens. Diese Eröffnung von Erfahrungen des Glaubens ersparen uns den Glauben, aber diese Art, wie ich das gesagt habe, könnte dem einen oder anderen das Verstehen dessen, was er glaubt, erleichtern. Was ich schlimm finde, ist die Betonung der Sünde. In dieser Schrift, die Sünde und jetzt sollen wir nach Jahren theologischen Abends wieder dazu geführt werden, das Abendmahl hauptsächlich als Sündenmahl zu feiern. Ich kann das nicht begreifen. Meine Botschaft ist doch, wenn da einer stirbt, nicht ihm zu sagen, hör mal zu, damit du die ganze Gnade erst begreifst, musst du erst begreifen, welche Sünde du hast. So ein bisschen geht das. Sondern dann bete ich mit ihm. Wir haben es vorhin gehört, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bin froh für jeden, der sich auf dem Sterbebett nicht quält mit Sündengedanken. Es gibt solche, die das tun, die nämlich in dieser Tradition groß geworden sind, sondern die einfach mit großer kindlichem Vertrauen, vor dem Todsein habe ich keine Angst, vom Sterben ja, aber das, was mich da erwartet, das lasse ich Gottes Sache sein, der wird für mich sorgen. Und dass wir nicht mehr immer, es bei den Römern gab, ich rede mich schnell, aber das mache ich auch gleich los. Bei den Römern gab es, wenn ein Kaiser, ein Imperator kam, dann stand neben ihm einer, der hat ihm ins Ohr gesagt, bedenke, dass du sterben musst. Bedenke, dass du sterben musst. Es gibt eine kirchliche Tradition, die sagt zweierlei. Bedenke, dass du sterben musst. Bedenke, dass du ein Sünder bist. Bedenke, dass du... Und die ganze Leben, diese Impuls, bedenke, dass du ein Sünder bist, bedenke, dass du ein Sünder bist. Das kann man in liturgischen Stücken und in dieser Broschüre leider auch sehen. Dabei ist eigentlich, haben wir ganz was anderes sagen, zu sagen, nämlich bedenke, du bist fürs Leben bestimmt. Bedenke, du bist Kind Gottes. Es gibt so viel Nein in der Welt zu den einzelnen Menschen. Und da ist unsere Aufgabe als Christen, das Ja, das Jesus gesagt hat, weiterzugeben. Du bist zum Leben bestimmt. Du bist Kind Gottes. Bis dahin. Applaus